Bevor wir jetzt erstmal das Ausland abklappern, wollen wir doch erstmal das Inland abklappern. Ich war an so vielen Orten in der Türkei noch gar nicht. Ich habe sie noch gar nicht gesehen. Und dann meinte Sami, komm, ich fahre dich jetzt mal zuallererst nach Giresun, Trabzon, diese, also, so, diese vier Orte wollten wir eigentlich gerne in diesem Trip jetzt abklappern. Und ja, wie gesagt, ich nehme euch einfach mit. Seid ihr eher Menschen, die morgens duschen oder lieber abends duschen? Ich mag ja eher abends duschen. Weil ich sonst das Gefühl habe, ich gehe dreckig ins Bett. Sami war gerade duschen. Ich hoffe, er wird nicht krank, weil es ist echt arschkalt hier. Ich habe gesagt, ja, dann wasch wenigstens deinen Körper und nicht deine Haare bzw. deinen Kopf. Aber wem sagst du das, ne? Es ist so schön bei Männern. Bei denen braucht die Dusche nur 5 Minuten. Katschkele, darfst du gejumpt haben für Sami? Hamza. Jetzt sieht man auch das Hotelzimmer ein bisschen besser am Tageslicht, ne? So ein bisschen im Landhausstil gehalten, finde ich. Ja, jetzt geht's daran, dass wir jetzt hier kurz alles aufräumen und dann ciao. Also ich mag es auch nicht länger als 2 Tage in demselben Hotelzimmer zu sein. Ich habe lieber so ein bisschen Abwechslung, da freue ich mich jetzt ganz besonders, dass wir jeden Tag in einem anderen Hotel sein werden. Hazırız değil mi? Hazırız! Ja, also wir haben jetzt noch eine fast ein knappes Stündchen Fahrt und schaut mal, das ist hier alles grün. Wenn wir in Istanbul irgendwo hin wollen, dann ist erstmal hier alles rot, weil hier mega Verkehr ist und wir kommen eigentlich gar nicht vom Punkt A nach B. So sieht es jetzt gerade bei uns aus. Also es ist wirklich Sonnenschein gerade. Es ist zwar kalt draußen, aber wenigstens regnet es nicht. Schön. Karadeniz ist das. Wo sind wir jetzt hier? Wir sind jetzt hier bei der Jason-Kirche und hier ist so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, aber kommt einfach mit, wir schauen uns das hier mal an. Ja, guck doch mal, wie schön das hier ist. Guck mal. Kannst du einen Schritt gesagt, ja. So, geh du mal vor. Geh du mal vor. Hä? Geh du mal vor. Geh du mal vor, ohne. Sen nasıl yiyeceksin ki buradan tek başına? Tam sen iyi. Oh nee, das sieht mir hier gerade ein bisschen gefährlich aus. Dur bir dakika Allah aşkına. Zaten normal inemeyeceksin. Onu ver. Şuraya bas. Okay. Ja, das rutscht hier nämlich wegen den Steinen. Das ist ganz schön gefährlich. Ich habe keine Lust mehr, nochmal den Fuß zu brechen. Okay. Wann lernt man einen Menschen kennen, Leute? Ihr denkt, ihr kennt die Menschen so gut und dann, bei uns Türken sagt man immer, wann lernt man einen Menschen kennen? Erstens, wenn ihr mit denen verreist. Zweitens, wenn du mit denen Nachbarschaft machst. Drittens, wenn du denen Geld leihst, dann lernst du einen richtigen Menschen kennen. Wir werden wahrscheinlich nachher noch auf die Seilbahn fahren. Ich war ja das letzte Mal auf der Seilbahn mit Hatice Schmidt und zwar waren wir da in Gran Canaria. Oh Gott, das war so schön. Und da sagte sie nämlich zu mir, ey, du bist ein Mensch, mit dem kann man richtig gut verreisen. Also du bist so, du passt dich sehr gerne an allen an und bist nicht gleich so eine Miesmacherin. Hattet ihr das vielleicht schon mal, dass ihr mit Freunden in Urlaub wart und euch vielleicht zerstritten habt oder was ist da passiert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich glaube, wir können uns darüber so ein bisschen unterhalten. Und ich würde sagen, lass uns doch mal jetzt hier die Landschaft erkunden. Was ist das denn hier jetzt? Ey, guck mal, Leute. Guck mal den ganzen Müll an hier, ne? Ich will die echt nicht schlecht machen, aber einige unserer Mitmenschen, die wissen einfach diese Landschaft nicht zu schätzen. Die schmeißen ihren Müll überall hin. Ich sehe das ja auch auf Darmtoiletten und so. Dann denke ich so, ey,
wie dreckig seid ihr eigentlich? Aber zu Hause Putzfrau haben, alles ordentlich, ne? Aber sobald man draußen ist, guckt euch mal an, was die gemacht haben. Nur Müll. Çöp verir mi söylüyorsun? Aynen öyle. Bizim insanımız rezillik maalesef. Rezillik ya. Utanıyorum gerçekten, utanıyorum ya. Çöplerinizi lütfen çöpe atın. Ne, evet. Baksana. Vay anasını. Burada muhtemelen gençler oturup. Aa, guck mal. Aa. Vallahi bravo. Sıktın beni. Ist noch ein Leuchtturm, ne? Wir sind jetzt hier beim Leuchtturm. Das ist ein Mini-Leuchtturm. Das ist gar kein Leuchtturm. Was ist das, Sami? Ich habe einen Film gesehen, der war eigentlich voll cool. Darin, da ging es darum, das war so ein, die haben sich geheiratet und haben, glaube ich, sind auf den Leuchtturm gezogen und haben dann ein Kind bekommen. Ah, das war gar nicht ihr Kind, genau. Die haben ein Kind entführt, oder nicht entführt, sondern von jemand anderen irgendwie geklaut. Ah, das war total, total rührend. Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Film das war, wie der hieß. Wenn ihr den Film wisst, schreibt es mir in die Kommentare. So, Sami macht euch jetzt noch ganz tolle Aufnahmen mit seiner Drohne. Die Aufnahmen seht ihr jetzt. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was muss ich in Ordo machen, was müssen wir sehen, was müssen wir essen? Da kamen so ein paar Antworten von euch, die ich jetzt hier einblende. Und eins davon war, macht euch auf den Weg Richtung Bostepe. Und nachdem ihr jetzt diese wundervollen Drohnenaufnahmen von Sami gesehen habt, geht's Richtung Bostepe. Ich habe jetzt einmal hier meine Jacke gewechselt, weil es ist doch relativ frisch hier. Aber die Sonne scheint, das ist schon mal gut. Wir sind jetzt hier bei der Seilbahn angekommen und werden jetzt, man sieht es wahrscheinlich gar nicht, aber da oben auf dem Berg rauf. Sami hat Angst. Ah, das wird ein Amüsement, ich würde sagen. Was ist das denn hier? Irgendwie ein umgekehrtes Haus? Ja, ich glaube, da kann man sogar reingehen. Wollen wir da mal reingehen? Ich glaube, da hätte ich jetzt Bock drauf. Was ist hier um Schuske? Das von da ist ein Eingang. Ey, nicht, dass mir schlecht wird, ne? Das ist jetzt hier der Eingang. Das umgekehrte Haus. Ich hatte eher gedacht, dass es jetzt ein Haus ist, wo man wirklich drinnen lebt, aber hier ist alles umgekehrt. Und ich glaube, mir ist gerade auch jetzt schon ein bisschen schwindelig. Yani girişte ütümasası olmaz ki. Burası şey, evin en üst katı. He, evet doğru ya. Evin en üst katı burası. Ev tam ters ya. Üst kat oturma odasıydı, mutfaktı işte. Tam ters olduğu için. Stimmt, du Schlaumer ya. Üst katta çocuk odası varmış işte. Çıkalım. Ben nasıl bineceğim? Vallahi şimdiden var ya korku basmaya başladı beni. Hier gibt's so kleine Stände, was man sich so kaufen kann. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zur Seilbahn. Ich habe nämlich jetzt auch Hunger und ich muss ja schon die ganze Zeit auf die Toilette. Los. Ebru, Drohne almadın mı? Almadık mı? Hä? Sami hat jetzt die Drohne vergessen. Und muss jetzt noch mal zum Auto. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Abi iki kişi alabilir miyim? Hmm.
Warte mal, ich will mal lieber dich, du Angsthase. Atla, atla. Hoppala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, sağ salim. Lan kapı açık mı gidecek bir de? Kapı açık gidiyor herhalde. Nein, man. Bismillahirrahmanirrahim. Anne! Lan ne oluyor? Oğlum ne yapıyor bu ya? Hasbinallah. Ay. Seni sallanacak. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Abi şu ayağım yerden 3 metre kesildi mi hiçbir şey bana göre değil. Dağ kuş yüzü en tepeye mi çıkacağız? Evet. Ya Allah, bismillah. Yemin ederim ha uçaktayım ha buradayım şimdi hiçbir şey değişmedi ya. Ich glaube, man sieht die Achse in seinem Augen. Ya Allah, bir daha mı sallanacak? Evet. Allah belasını vermesin. Gülme gıcık gıcık be. Ich bin auch so ein bisschen schadenfroh. Of 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 of. Sami, az kaldı. Ya bunun aşağı inmesi var değil mi? Babam geçen bir hikaye anlattı ya. Hı-hı. Aklıma o geldi şimdi. Sen ne? Duydun mu bilmiyorum da. Ne var sen? Çocuğun biri uçağa binecekmiş. Annesinin içinde de bir sıkıntı varmış. O da evladım demiş işte binme uçağa demiş. Şimdi bir sıkıntı var şudur budur diye. Ya ne demiş ne olacak demiş ya sen de demiş niye böyle şey yapıyorsun falan filan deyip çocuk işte uçak saatine kadar geçmiş yere yatayım biraz demiş. Annesine de söylemiş anne beni kaldır demiş işte. Uyuyakalmış. Uyuyakalmış. Annesi de tabii şimdi içinde zaten bir sıkıntı var ya. Hı-hı. Neyse hiç uyandırmamış. Neyse uçak saati geçmiş, uçak kaçmış. Annesi de ses çıkarmamış. Uçak kalkmış. Çocuğunun bineceği uçak düşmüş. Kurtulan yok. Gerçek mi? Aynen öyle. Ondan sonra annesi hemen koşuyor işte çocuğunu uyandıracak. Oğlum işte ben sana demedim mi kapıyı bir açıyor ki çocuk da yapar etmiş. Orada. Hı-hı. En azından şunu demek istiyor. Ölüm eğer gelecekse hani takdiri ilahi neyse. Olacak olan o. Yani önüne geçemez. Aynen öyle. Ben şu an deli gibi korkuyorum mesela. Sen bir uçaktan da... Allah! Uçaktan da hala korkuyorum, hala! İnan vallahi kendimi tek rahatlattığım şey o. Takdir-i ilahi yer varsa, kaderde o yazılıysa... Evet. Hani hiçbir şeyin önüne geçemezsin. Aynen. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin? Ya şimdi genelde ben Almanca konuştuğum için... Ama evet. Şu an mesela ben Sami ile aslında muhabbet ediyorum değil mi? Ama muhabbet edemiyorum aslında çünkü o tercüme işi o kadar çok zor oluyor. Ya her şeyi tercüme etmene gerek yok ki. Yani kusura bakmayın. Biz seninle konuşurken abi de tercüme diyemedim bir türlü. Tercüme etmene gerek yok yani. Az kaldı. Lan sallanıyor. Üf Sami ya korkutma beni. Allah Allah. Anladık. Evet şimdi yemek yiyeceğim. Ja, hier gibt es so kleine Stände, wie ihr sehen könnt, wo man so ıvır zıvır kaufen kann. Yöresel şey. Elbiseler falan var. Evet, alalım öyle bir şey. Ne alacaksın? Bunlar saça mı takılıyor? Evet, karnaj yapıyorsun. Evet. Bana... Biliyorsanız bağlayabiliriz. Aynen, bilmiyorum. Bana bir tane bağlasanız. Geçirsin. Ay çok güzel olmadı mı? Ay süß. So, wir haben jetzt Hunger. Wir werden wahrscheinlich hier in das Tepe-Restaurant gehen. Ich glaube, da haben mir einige von euch das empfohlen. Und Hunger. Toilette. Also wir sind jetzt hier in... Ihr seht die Aussicht, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Hier habt ihr eine tolle Aussicht hier. Wir wollen hier nochmal kurz was essen. Ich bin mir hier gerade so ein bisschen unschlüssig, ob das hier jetzt gerade gut ist. Evet, yemeğimiz geldi sevgili karıcığım. Hı hı. Guten Appetit. Çok güzel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pide mit Ei.
jetzt auch richtig angepisst, ja, so richtig sauer. Yaptığın gıcıklıkları mı anlatayım, onu mu şey yapayım ben? Evet. Çıkalım mı arabayla? Ben seninle hiçbir yere çıkmam. Ya şu an tam hayal kırıklığına uğradım yani. Was kann man denn hier in Rize machen?